Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu Mario Kart 8. Wir machen weiter mit dem... Ich fahre jetzt nochmal dieselbe Kombi, die wir gerade hatten. Mit dem Glockencup, den ich im Übrigen auch gar nicht gefahren bin. Zumindest nicht im Grand Prix, den habe ich noch gar nicht versucht. Ah ja, genau, es gibt eine, genau, Cooper, Großstadtfieber ist vom 3DS und Partystraße ist vom Game Boy Advance. Genau, also zwei alte und zwei neue Strecken quasi. Haben sie da gemacht. Coole Sache das. Vor allen Dingen, weil ich den GBA und... GBA? Das kenne ich, Game Boy Advance, ist das wirklich diese Spielzeugstraße, ist die wirklich von GBA? 3DS habe ich auch nicht gespielt, also die Strecke kannte ich bis... vor diesem, bevor sie es hier eingefügt haben, auch nicht. Ich finde die Regentropfen auch richtig geil, die auf dem Fernseher jetzt quasi zu sehen sind. Das haben sie richtig, richtig cooles Detail, haben sie richtig gut gemacht. So, wir fahren wieder auf 150. Sollte also, oh, kein Problem sein, gerade sage ich, sonst knall ich gegen die Wand. Wolltest du mich abschießen, hä? Schade. Oh, Alter! Geh mir nicht auf die Eier, hier. Hier draußen ist sehr, sehr schwierig, weil hier ist es rutschig. Ich weiß nicht, wie man über durch genau diese Kurve, wo wir jetzt fahren, wenn wir die mal im 200er fahren, ich weiß nicht, wie man da rumkommt. Also ohne Bremsen schon gleich dreimal nicht. Aber das ist doch Mario Kart, da bremst man doch nicht, oder? Denke ich mir immer. Aber gut. Im 200er Modus sollte man das wohl tun. Ich wollte noch ein bisschen über das Thema vom letzten Part reden. Und zwar, dass ich ja mein Büro ein bisschen umgestalte, damit ich let's playerisch, sage ich jetzt einfach mal, gut für euch da sein kann und gut für euch sorgen kann, nenne ich es jetzt einfach mal. Boah, hier schlittert man auf 150 schon so krass. 200, das ist echt bitter. Weil ich ja vorhabe, das wirklich, ich will jetzt nicht sagen, professionell zu machen, aber professionell ist es deswegen noch lange nicht, ja. Vielleicht wird es ja irgendwann mal, keine Ahnung, das weiß man ja nicht, aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass ich dabei Spaß habe und es macht mir so viel Spaß, dass ich mich wirklich dazu entschlossen habe, das jetzt durchzuziehen mit noch Fernseher kaufen und Ausrüstung dazu kaufen, die ich brauche für mein Vorhaben. Oh, Pizza, hallo, yeah! Genau, und ich habe eben auch vor, weil ich eben auch gesehen habe, es gibt viele durch die Virtual Console im eShop von der Wii, von der Wii U meine ich, richtig geile Spiele, die sie da jetzt gerade importieren, alle, also was ich da gesehen habe, ich werde also auch ein paar Retro-Spiele hochladen, hier von GBA und N64 und, Nintendo DS und solche Sachen, weil es da richtig geile Sachen gibt. Also was ich da gesehen habe mit Paper Mario und Mario und Luigi gibt es, glaube ich, jetzt die ersten zwei Spiele schon. Und ich habe eben das Problem, dass ich bin auf meine Konsolen angewiesen, ja. Ich könnte jetzt noch Sachen vom PC aufnehmen, da kommt demnächst eventuell auch noch was, das weiß ich aber noch nicht. Da muss ich mich noch ein bisschen rumprobieren. Oh, die ist cool, die Partystraße. Das habe ich gerade gesagt, Spielzeugstraße, ne? Nein, Partystraße meine ich. Aber die gefällt mir, die mag ich, die Strecke, die ist echt cool. Diese Spielzeug-Toaster, das sieht echt geil aus. Genau, vom PC kommt eben demnächst eventuell auch was, das weiß ich aber noch nicht. Wie gesagt, solange ich da noch am Bauen bin quasi oder am Überlegen, wie ich es jetzt am besten mache, kommen sowieso noch unregelmäßig Videos, aber dann bin ich eben wirklich drauf und dran, dass ich euch in der Woche zwei Spiele präsentieren kann, jeden Tag ein Video davon, also jeweils zwei Videos am Tag halt dann, ob die dann von einem Spiel sind oder nicht, das habe ich ja letzten Part schon erwähnt. Yes, voll erwischt. Das werde ich dann machen, wie ich lustig bin. Vielleicht kommen dann von einem Spiel mehr Videos in der Woche und von dem anderen nicht so viele, aber das werde ich dann machen, wie ich Lust habe einfach. Oder wie ihr drauf anspringt, sage ich jetzt mal eher so.
Und ja, genau. Und wie gesagt, da war ich gerade stehen geblieben. Ich bin sehr auf die Konsolen angewiesen, ja. Also ich habe eine Xbox One und eine Wii U daheim stehen. PS4 besitze ich leider keine. Ich habe mich damals, als ich die Wahl hatte. Nein. Boah, hätte ich jetzt Glück gehabt. Ach, jetzt kommt noch einer, oder? Ja. Ach, der Große gleich. Schön, danke. Yeah. Das sind die Freuden des ersten Platzes immer. Der ist aber nah. Habe ich mich damals für eine Xbox One entschieden. Einfach, boah. Oh, oh. Einfach aus dem Grund, weil es für die Xbox One damals schon Garden Warfare gab. Oh, der war schlecht. Der war schlecht. Und für die PS4 kam es eben dann erst später raus, irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr später, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube ein halbes Jahr war es. Und so lange konnte ich nicht warten, ich wollte unbedingt Garden Warfare zocken und deswegen habe ich mir damals eine Xbox One gekauft. Und ich werde mir jetzt aber auch nicht extra nochmal eine PS4 kaufen, mit Sicherheit nicht. Einfach weil ich sehe es auch nicht. Oh, was hat der da? Piranha-Fahrzeug, kommt der näher? Ach komm. Nein! Das wollte ich gerade. Haha, jetzt bist du runtergefallen. Ich wollte gerade drücken. Also Xbox One und N64 wollte ich jetzt schon sagen. Wii U müssen reichen jetzt einfach zum Aufnehmen. Und was aber halt richtig cool ist, bei der Wii ist ganz klar, das mit der Virtual Console, dass sie eben frühere Konsolen und auch Gameboys und die vom Nintendo 3DS und so weiter, dass man da eben sich Spiele runterladen kann für nicht viel Geld, ja. Also ich glaube, die teuersten DS-Spiele oder N64-Spiele kosten, glaube ich, 9,99, also ein Zehner, das ist echt ein Witz. Das ist echt geil. Und ich muss das auch auf der Wii machen, weil ich keine Möglichkeit habe, es von Game Boy Advance oder von DS aufzunehmen oder sowas. Ja, ich habe auch daheim ein paar DS-Spiele hier von Fire Emblem Awakening bis Paper Mario, Sticker Star und Monster Hunter 4 spiele ich auch sehr, sehr gerne. Aber ich kann es halt leider nicht aufnehmen, weil ich mein DS, ja. Ich weiß, dass es eine Möglichkeit gibt. Also man müsste ja, glaube ich, sein DS einschicken lassen irgendwie und dann bauen die da eine Capture Card ein in den DS. Aber das kostet halt alles ein bisschen Geld, gell? Und ist nicht billig. Ich glaube, so eine Capture Card kostet irgendwie 200 Euro oder was. Oder Dollar, weil ich meine jetzt, also mein letzter Stand ist, dass man seinen Gameboy oder den DS oder den 3DS oder wie auch immer einschicken lassen müsste nach USA irgendwo hin, keine Ahnung. Das heißt, ich habe dann 3-4 Wochen lang kein DS sozusagen und dann muss ich dafür auch noch 200-300 Öcken bezahlen und wahrscheinlich muss ich auch noch die Versandkosten bezahlen. Also 250-300 Öcken kostet es auf alle Fälle. Und das ist es mir einfach gerade noch nicht wert. Und dafür finde ich es eben umso cooler. Aua. Dass ich die Möglichkeit habe, mir diese Spiele auf die Wii U runterzuladen und sie dann eben direkt von der Wii U aufzunehmen, was eine ziemlich geile Geschichte ist, weil ich euch dann eben diese Spiele trotzdem präsentieren kann. Das finde ich richtig geil. Noch dazu, weil ich einige Spiele davon gar nicht besitze, ja. Also, shame on me, ja. Ich habe noch nie im Leben ein Mario und Luigi gespielt, ja. Ich habe mir mal ein Let's Play angesehen. Sind eigentlich ziemlich geile Spiele, aber ich habe sie mir eben damals irgendwie, die sind irgendwie komplett an mir vorbeigerutscht, genauso wie Paper Mario. Paper Mario habe ich mir schon runtergeladen, das habe ich schon mal gespielt. Habe ich, glaube ich, sogar auch schon mal durchgespielt. Das habe ich mir für die Wii damals runtergeladen, weil da konnte man sich das ja auch runterladen. Und jetzt kann man sich es auch für die Wii U runterladen. Das kann man meiner Meinung nach, glaube ich, auch sogar upgraden. Also wenn man es auf der Wii besitzt, kann man sich das, glaube ich, für 1 Euro oder für 2 Euro upgraden lassen, dass du es eben dann auf der Wii U zocken kannst. Ist eigentlich auch eine coole Sache. Nebenbei bemerkt, die U-Bahn finde ich auch ziemlich cool. Und jetzt kommt der Oberburner. Jetzt bin ich am Anfang mal kurz ganz leise, weil die Musik, die jetzt kommt, die sollte in vielen von euch Erinnerungen wecken. Also,
lauscht der Musik. Viel Spaß, bis gleich. Oh, schon ganz aufgeregt. Oh. Es tut mir leid, ich kann einfach nicht still sein, wenn diese Musik kommt. Ich muss da einfach voll zu abgehen, weil es einfach viel zu geil ist. Ja, wo waren wir noch gleich? Ach ja, genau, Virtual Console, geile Geschichte. Genau, also ich kann euch leider hier Monster Hunter und Monster Hunter 4 würde ich euch gerne präsentieren und Fire Emblem Awakening, aber ich kann es eben leider nicht, weil ich keine Capture Card habe und ich werde meinen Gameboy jetzt nicht umbauen lassen für 200-300 €. Das sehe ich einfach gerade noch nicht ein. Das ist leider, ist halt gerade so, mein Gott. Dafür werde ich mir die Spiele auf der Wii U dann runterladen für die Virtual Console. Boah, war das knapp. Es gibt halt dann die Spiele zu sehen, die es auf der Wii U quasi zum Download gibt. Das ist die Möglichkeit, die ich gerade einfach habe und die werde ich auch nutzen. Ganz klar. Ich finde die richtig geil, die Strecke. Ich finde es ein bisschen schade, weil sie ist schnell vorbei, weil das eben so ein Sprint von A nach B ist. Und sehe ich das richtig? Wir sind da vorne, ist das Ziel und wir sind gerade viermal Erster geworden. Sind wir? Woohoo, wir sind geil! Wir sind viermal Erster geworden, Leute. Wie cool ist das denn? 60 Punkte. Also dafür, dass wir es im Animal Crossing Cup so verkackt haben, was... Alter, Waluigi geht voll ab. Aua! Oh, und Rosalina weint, weil sie verloren hat. Ich weiß nicht, wie viel da du geworden bist. Ich hab's nicht gesehen. Tut mir leid, aber du blöde Bitch hast mir auch im Animal Crossing Cup verkackt, glaube ich, ne? Die war dein Erster. Ja, geschieht dir recht. Nice, haben wir jetzt drei voll alles abgesandt, oder was? Richtig nice. Richtig nice. Freut mich. Ich hab's auch verdient, ja. Ich hab's auch verdient, muss ich schon sagen. Nein, Scherz, ich hab's... Natürlich habe ich es verdient, sonst hätte ich es nicht geschafft. Ne? Ja! Geil! Coole neue Strecken haben sie da eingebaut. Sehr coole Strecken, gefallen mir alle miteinander. 60 Punkte, 3 Sterne, läuft, was will man mehr? Also, ich habe euch jetzt in den beiden Parts ein bisschen aufgeklärt. Hoffe, ihr freut euch darauf. Ich freue mich tierisch darauf, was dann in Zukunft noch alles kommen wird und was wir jetzt gemeinsam erleben werden. Und ich freue mich darauf. Es ist echt ein cooles Hobby und ja, mein Gott, manche Leute haben ihren Sport, wisst ihr, oder ihre sammeln irgendwas oder gehen wandern oder was weiß ich. Und ich mache jetzt einfach das zu meinem Hobby. Ich meine, Zocken war immer schon mein Hobby. Ich bin eingefleischter Zocker. Warum das Ganze nicht ein bisschen erweitern und mit euch zocken? Ich will nicht alleine zocken, ich will mit euch zocken. Also, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ciao, ciao. Ihr schaltet doch ein, oder? Tschüss.